Das Schloss Güstrow. Eines der bedeutendsten Renaissance-Schlösser im nördlichen Europa. Seit 2019 ist es aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen geschlossen. Die Gerüste und Kräne sind schon von Weitem erkennbar. Robert Klaus ist Leiter des zuständigen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin. Klaus zufolge befindet sich das Vorhaben im Zeitplan. Der aktuelle Stand ist der, dass wir im Dach gut vorangekommen sind. Also die Dachsanierungen sollen jetzt bis zum Sommer abgeschlossen sein. Dann sind wir an der Fassade oder an den Fassaden aller drei Flügel mehr oder weniger gleichzeitig gerade unterwegs. Also das heißt also die gesamten Putzarbeiten, die wir dort vorzunehmen haben, aber auch die Vorbereitung des Einbaus der Fenster, die wir sozusagen als neue Fenster historisierend nach historischen Befunden dann auch wieder einbauen werden. Da sind wir wirklich gut im Lauf gerade, was die Fassade, die Gebäudehülle angeht. Die komplette Außenhülle des historischen Gebäudes wird saniert. Eine umfangreiche Aufgabe. 2019 begann das Vorhaben mit der Entfernung von Schadstoffen im Dachwerk. In seiner Struktur ist es noch original erhalten, ungefähr aus dem Jahr 1560. Die Arbeiten an der Dachlandschaft sind im vollen Gange. Vom Tragwerk bis zur vergoldeten Turmspitze. Die Sanierungsmaßnahmen orientieren sich an dem historischen Vorbild aus der Renaissance. Während der Bauarbeiten kam es immer wieder zu überraschenden Funden. Eine historische Pflastersteinstraße, ein Brunnenhaus und zuletzt auch Wandmalereien. Der Dezernentin im zuständigen Bau- und Liegenschaftsamt des Schwerin, Claudia Henning zufolge, stammt das Kunstwerk aus dem Jahre 1580. Wir haben aus zeitgenössischen Berichten oder aber auch aus Bauakten immer schon gewusst, dass der Baumeister des Nordflügels, Brandin, den Nordflügel um ein Geschoss höher gesetzt hat, als er ursprünglich war, nach dem Brand, als er den aufgebaut hat. Und damit können wir jetzt wirklich nachweisen, dass dieser Teil hier aus der Zeit stammt. Das Motiv zeigt griechische Stilelemente. Ein Verweis auf die Renaissance in besonderer Form. Wir wollen das dann bewahren für unsere Nachfolger und machen jetzt nicht weiter auf und erforschen dann die weiteren Hintergründe. Wir sind abhängig von Zeiten und Fristen und das können wir jetzt leider nicht mehr leisten, so gerne wir das auch tun würden. Weitere historische Funde schließen die Experten nicht aus. Der Baugrund wurde seit dem Mittelalter über Jahrhunderte genutzt. Aufgrund des engen Zeitfensters für Fördermittel bleibt jedoch keine Zeit für die weitere Erforschung der Funde. Rund 28 Millionen Euro stehen für die Bauarbeiten zur Verfügung. Die nächsten Schritte, die anstehen, das sehen Sie hinter mir, das ist tatsächlich ein großes Augenmerk, muss jetzt auf die Brücke gelegt werden, der Brückenbau. Das ist so das, wo wir tatsächlich ein Stück weit jetzt nochmal aufgrund der Befundlage umgestellt haben. Das heißt also, die Konstruktion, die wir uns etwas anders anschauen müssen, nochmal nachplanen, nicht überplanen, aber nachplanen müssen. Und dass wir dann auch den Umgang mit den mit der Brücke, mit dem historischen Brückenbau, der von Dussart erstellt wurde, konzipiert wurde, dass wir den jetzt tatsächlich auch wieder freistellen und erlebbar machen. Bis 2024 sollen die Arbeiten am Dach und Fassade der drei Schlossflügel, Torhaus und Brücke abgeschlossen sein. Sobald das Gebäude von außen im alten Glanz erstrahlt, beginnt die Sanierung des Innenbereichs.